Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer neuen Quizshow. Wir sind heute im ABC-Quiz mit unseren Kandidaten Christian, Jonathan und Peter. Hallo! A wie Arschloch, B wie beschissen, C wie... Was, wie ging das nochmal, das Lied? C wie Cholera... wie Kant. Nee. Das geht gar nicht, ABC, das ist B und Z. Ja, stimmt, stimmt, ja, B. Wir spielen heute das ABC-Quiz, wurde eingereicht vom lieben Sven, nicht unserem Sven, sondern dem Community-Sven. Vielen lieben Dank dafür. Und wir haben es für uns ein bisschen abgewandelt, der Einfachheit halber. Wir werden gleich 13 Kategorien haben und da jeweils eine Frage zu haben. Dann werde ich dreimal auf den Randomisierer drücken und werde drei Buchstaben nennen, wozu die Jungs jeweils ein Wort aufschreiben müssen, zu jedem Anfangsbuchstaben. Ähnlich wie bei Stand, Land, Fluss sind die Regeln für die Kriterien der Wörter, also nicht der, die das und so davor einfach ballern. Ihr habt dann 20 Sekunden Zeit, diese drei Wörter hinzuschreiben. Für jedes richtige Wort gibt es einen Punkt. Die wenn müssen ihr Sinn ergeben, Doppelungen ne? habt, genau, die müssen Sinn ergeben, also... Ach, nur mal vorher. Ich habe gerade schon, geplant zu fragen, wer will mit mir wetten, dass, ob wir eine Regeldiskussion haben so, heute oder nicht? Wir werden safe. Solche Wörter wie Nutella-Glasdeckel gibt es nicht. Also, hier steht, der Spielleiter bestimmt, ob das Wort zugelassen wird. Okay, also, das ist eine gute ganz Regel. Ganz eindeutig. Gibt einen Punkt, wenn ihr alleine das Wort habt. Kein Punkt, wenn mehrere Leute das Wort haben. Punktabzug, wenn ihr zu einem Buchstaben gar kein Wort habt. Oder ein falsches, nehme ich mal an. Geil, kann ich auf Minuspunkte kommen? Super. Ich glaube schon. Du kannst auf Minuspunkte kommen. Wir haben ja 20 Sekunden, hast du ja easy. Schaffen wir immer in 20 Sekunden locker. Easy schaffe ich das. Oh Gott, da gibt ja wirklich Minus 1 hier. Hey, ja, natürlich gibt es Minuspunkte. Das haben wir noch nie gehabt. Voll häufig schon Minuspunkte. Echt? Ich habe noch nie Minuspunkte gehabt. Ich mache einfach gar keine Punkte. Fangen wir mal an. Für die Buchstaben Q, X und Y und Z kann zur Vereinfachung bei Beginn des Spiels festgelegt werden, ob das enthalten muss oder einfach wir den skippen. Was sagt ihr? Q, X, Y und Z? Das entscheidest du. Nein, kriegen alle halt Minuspunkte. Ich würde es alles machen. Das für die Challenge. Keine Vereinfachung für schwierige Buchstaben. Ja, richtig. Okay, dann wie ist denn das mit, Challenge. Wenn jetzt zum Beispiel ein A ist oder sowas. Also jetzt als Land Äthiopien. Ja. Mit AE. Ja, aber mit AE. Nimm einfach Australien. Im Deutschen schreibst du doch eigentlich gar nicht AE. Ja, okay, das heißt, AE ist nicht, also Umlaute machen daraus ist nicht erlaubt. Nee. Okay, reicht mir. Nee. Ist ja okay. Freunde. Hab ich bei auch noch nie gesehen. Das sind Ehrenregeln, die besprochen werden und die werden durchgezogen. Hey, Jonathan, ich bin da ganz bei dir. Das sind keine Ehrenregeln, das sind die normalen Regeln. Alter, nicht den Deal. Das sind alles Ehrenregeln. Kommen wir mal zur ersten Kategorie. Wir wollen jetzt nochmal loslegen hier. Ja. Also, erste Kategorie ist... Wie würfelst du überhaupt Videogames, die Buchstaben aus? Namen. Videospielname? Wir suchen einen Namen von Videogames, ist die Kategorie. Videogames-Namen. Und da noch die Unterkategorie, nenne ein beliebtes Videogame, welches man auf dem Computer spielen kann. Ich muss leider eine Rückfrage stellen. Und ihr... Weil, wir haben vorher gesagt, Artikel zählen nicht. Aber wenn es um Namen geht, sind Artikel Teil des Namens. Genau, wenn jetzt Lord of, wie heißt er, was ist denn The vor? The Hunter. The Hunter, ja, The Hunter wäre das The erlaubt. Das ist dann T-Spiel, weil Hunter wäre dann nicht mehr erlaubt, weil das heißt nicht Hunter, ja, sondern das heißt Es gibt auch noch irgendwie Hunter, es gibt bestimmt noch ein anderes Hunter-Spiel, aber ja. Ja, aber nur PC. Ich habe das Gefühl, wir werden wieder sehr viel googeln. Ich glaube, das wird super. Also, wisst ihr noch, was ihr tun müsst? Dann würde ich jetzt mal... Ja, Videospiel, was beliebt ist am PC. Verkacken. Ja. Beliebt ist natürlich schwierig, aber PC. Sagen wir Videospiel am PC. Wirklich. Ja. Also, ihr habt 20 Sekunden Zeit, nachdem ich die drei Buchstaben genannt habe, die ich jetzt hier random reinballern werde. Habe ich vorher schon tippen? Nee, wahrscheinlich nicht, wa? Klar. Was denn? Ich hab schon alles da hingeschrieben, Peter. Okay, also, erster Buchstabe ist Z. Der zweite Buchstabe ist N. Dritte Buchstabe ist L.
ZNL. Und eure 20 Sekunden laufen. ZNL. 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Das waren 20 Sekunden. Das ist ja komplett Nüsse. Wer wird die wenigsten Minuspunkte am Ende? Okay, starten wir mal bei Peter. Sie. Sie ist kein Videogame. Was ist denn sie? Wait, hast du einfach nur Z geschrieben? Ich habe einfach nur Z geschrieben. Dann habe ich das gleiche. Scheiße. Okay. Das ist ein Videospiel. Das ist kein Videospiel. Das ist ein Strategiespiel. Also, Z als Videogame. Ist ja egal. Finde ich nicht. Sie verarschen, das ist ein Strategiespiel aus den 90ern. Das ist absolut korrekt. Warte mal. Aber ist egal, weil es gibt eh keinen Punkt. Also, wir haben eh das gleiche, aber wenn das jetzt schon losgeht, dass der Showmaster die Spiele nicht. Warte doch mal eben. Mein Browser will die ganze Zeit bei Amazon suchen. Der will mich gerade ficken. Z gibt's auch bei Steam. Z ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Ihr habt absolut recht. Du musst das hart verteidigen, deine Meinung. Und Maus. Nice. Ja, warum auch immer hat mein Browser mich nur auf Amazon gelassen. Ich verteidige jetzt auch meins. Aber da gibt's leider keinen Punkt für. Aber kein Punkt ab. Zauberwald hat Jonathan. Es gibt nur das Geheimnis im Zauberwald, so eine rätselhafte Zauberwald Moses. Ich wusste überhaupt nicht, was ich mit Z machen soll. Im Zauberwald, Jonathan. Ja, im Zauberwald. Cool, ja, oder Alternative ja nichts. Jonathan, das gibt leider keinen Punkt und einen Punkt Abzug. Scheiße, hätte für ich das mal gemacht. Das Set. Tycoon wäre gut. Wir waren da letztens noch im Zoo. Ja, das Peter. Fällt mir nicht so schnell ein. Ich darf hier nicht Steam parallel aufhaben, oder? Das wäre doch, nein, natürlich nicht. Peter geht mit New Nightmare. Geht mit nicht. Alone in the Dark, the Alter, New Nightmare gibt's, aber nur New Nightmare finde ich nicht. Nee, geht mit nicht. Hier ist nichts eingefallen. Minuspunkt für, tut mir leid, Peter. No Man's Sky hingegen von Christian finde ich auch ohne zu suchen in meinem Kopf. Das ist ein Punkt. Und NBA 2K17 hat Jonathan gewählt, auch sehr smart. Gibt es natürlich auch. Da kommen wir zu L. L ist bei Peter Looper. Das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber Looper ist ein Film mit Bruce Willis. Ja, das ist ein Film. Android Game. Ich sagen, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ja, gibt's nicht am PC. Loop. Also ich finde es jetzt nicht, Peter. Du? Nee, ist ein Minuspunkt. Hab ich ja gesagt, gib es nicht. Okay, Entschuldigung. Ja, ich wollte noch mal sicher gehen. Das tut mir leid, Peter. Startet mit minus zwei Punkten. Lords of the Fallen hat Christian. Das sagt mir jetzt nichts. Das war da so ein Dark Souls-Klon aus. War nicht sogar aus Deutschland? Lords of the Fallen. Ja, doch. Ja. Lords of the Fallen ist ein Videospiel von Deck 13. Absolut richtig. Christian bekommt einen Punkt. Geht damit in Führung. Und Jonathan nimmt einfach Lego Star Wars. Smart. Das ist smart, das gibt einen Punkt. Jonathan positiv damit und belegt aktuell den zweiten Platz. Not bad von euch, Alter. Ich war komplett überfordert. Aber du hast ja auch nur 20 Sekunden Zeit. Genau, das scheint doch wirklich die Zeit zu sein. Ansonsten bei Videospielen, dass Peter da ins Minus geht, hätte ich nicht gedacht. Wir bleiben direkt bei der nächsten Kategorie bei Videospielen. Ich hätte gerne Waffen von euch als Hauptkategorie. Nenne eine Waffe aus einem beliebten Videogame. Alter. Was? Bei einem beliebten Videogame. Ja, beliebt. Einfach eine Waffe aus einem Videogame. Ja, okay. Wie will man denn das nachvollziehen? Ja, viel Spaß. Ja, also. Ich sag mal nur. Den Nutella-Glaswerfer. Also, ich versuche das nachher rauszugoogeln und dann sehen wir das. Ich gönne euch mal drei Buchstaben, ja? Der erste Buchstabe ist. Ein N wie Nordpol. Da ist er, der Nutella-Glaswerfer. XXX ist das zweite. Und J. N, J und X. Oder N, X, J. Reihenfolge ist egal. Eure 20 Sekunden laufen schon. N, X, J. Keine Ahnung. 5 Sekunden Alter. Zeit. Ich bin da so ein bisschen großzügig. Hey, warte mal, ich schreib falsch.
Die Zeit ist jetzt abgelaufen und ihr dürft noch zu Ende schreiben. Ach so, ich darf noch zu Ende schreiben. Das ist so unmöglich. Aber weil bitte, wir kommen denn da auch jetzt so dummen Buchstaben? Ja, ich hatte mir vorher so viel zurechtgelegt. AK, UMP, Rocket Launcher. Kommen wir mal zum N bei Peter. Wir haben da die Nano Gun. Okay, die Nano Gun. Weißt du, welches Spiel oder hast du einfach nur irgendwas eingetippt? Ich habe tatsächlich einfach nur irgendwas eingetippt. Uzi Nano Machine Pistol, Rod Faction. Unmöglich, das nachzuvollziehen. Nano Rifle, Peter hätte es gegeben. Aber schade. Die Nano Gun sehe ich jetzt nicht wirklich. Also Nano Rifle finde ich. Ja gut, wenn du die jetzt auf Anhieb nicht findest, dann ist das halt ein Minuspunkt. Was willst du machen? Ich würde leider auch sagen... Stimmt, die Nano Rifle. Ach, der ist ja hart. Die Nano Rifle gäbe es in Red Faction. Ja. Peter, erster Minuspunkt. Hier. Die Nail Gun geht Christian mit. Oh, und das ist, da muss ich Quake oder so. Oder da muss ich, glaube ich, gar nicht viel suchen. Die gibt es in mehreren Spielen. Brauchst du mir aber keinen Punkt zu geben. Aber so. Jonathan hat das deutsche Ding dagegen. Da gibt es leider keinen Punkt für beide. Die Nagelpistole. Da gibt es aber auch keinen Minuspunkt. Das ist okay. Also eigentlich ist das wie ein Punkt fast schon. Das stimmt. Keine Minuspunkte. Das ist das Wichtigste. Die X-Ray Gun. Ich glaube, die gibt's, oder? X-Ray Weapons. X-Ray Vision. Aber X-Ray was macht denn der X-Ray Gun? Siehst du dann das Skelett? Der erschießt sie mit Röntgenstrahlen wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Au, Peter. Als ob es die X-Ray Gun nicht gibt. Also, ich wüsste nicht, wo. Also, ich jetzt auch nicht. So, also, hätte ich mir vorstellen nicht. Naja, können, gut. Aber... Gibt's denn überhaupt eine Waffe zu helfen, Peter? Peter, ich bin da leider ganz auf der Google-Seite und die sagt, kein Treffer, wirklich. Da tut mir leid. Wieder ein weiterer Minuspunkt. Peter startet schon mit minus 4. Jonathan hat X. Einfach nur X. Finde ich jetzt auf... Hä? X-Blaster? Ah, nee, warte, Entschuldigung, es tut mir leid. Ich habe einfach nur X, weil ich da einfach nur den Buchstaben hingeschrieben habe. The Weapon X Deadpool. Weapon X? Marvel? Wenn du da nur ein X... Also ich finde es löblich, dass du suchst, aber das X steht da nur, weil ich den Anfangsbuchstaben da hingeschrieben habe. Okay, also Christian, versuch gar nicht, mich dazu zu... Also ich finde jetzt auch nicht wirklich was. Ich glaube, da gibt's... Early. Okay, Christian kriegt da einen Punkt abgezogen und Jonathan hat den X-Blaster. Den X-Blaster. Den spielt man, den benutzt man den X-Blaster. Dem Browser-Spiel. X-Shot-Blaster-Game? Nee. Ja, den benutzt du im X-Blaster. Das ist das Spiel von Big Point. Also, Jonathan? Hallo? Den X-Blaster von Big Point? Ja. Hast du dazu einen... X-Blaster-Game? Wie ist die Waffe? Das Spiel heißt so. Das Spiel heißt halt so, ja, aber so, ne? Du musst ja auch dann... Dort benutzt du den X-Blaster. Woher weißt du das? Allgemeinwissen. Also du wählst da drei Mech-Dinger und... Puh, also... Puh. Also sehe ich jetzt so nicht direkt, Jonathan. Also wenn du mir ein Bild von dem X-Blaster schicken würdest, würde ich mich jetzt gerne auch davon überzeugen lassen. Aber das Spiel heißt halt einfach so. Schade. Und die... Nee, Jonathan, es tut mir leid. Ich hätte da gerne den Punkt für dich gesehen, aber vielleicht beim nächsten. Du hast als nächstes Jojo. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, denn das gibt's nämlich bei Terraria. Richtig. Oder bei Jojos Bizarre Arcade Game. Nee, ich glaube nicht, das ist was anderes. Jay hat natürlich an den Anime gedacht. Dafür gibt's einen Punkt. Das ist Jojo. Nein. Javelin Spear hat Christian.
Nein, ihr müsstet den Diablo geben als Kategorie. Javelin, New World, Spear Weapon. Javelin Spears in Dead Space. Ach, ich nehme auch die. Ist aber Munition in für die Javelin Gun. Ja. Es gibt aber auch Javelins in Diablo 2. Das sind genau, Throwing das Weapons. Sind diese Wurfspeere sind das. Ja. Also, ja, das würde ich zählen lassen. Da hat Christian einen Punkt. Und Jetski-Werfer hat Peter. Aus welchem Spiel? Ich tippe das mal hier ein. Gibt es ein Jetski-Werfer-Videogame von Big Point? Bitte. Also, wenn dann in das, Dingens. Wie heißt das? Das klingt nach Saints Row. Oder Saints Row, stimmt. Oder Saints Row, oder ich glaube, das gibt es aber nicht. Wie hieß denn das Spiel, wo du auch einen Film zu gab, wo du die Katze als Schalldämpfer benutzt hast? Das Best Jetski Games. Ah, ja, genau. So unmöglich, ey. Peter. Nee, gib es nicht. Also, du hast leider schon. Ich würde dir anfechten, Peter. Also. 5 Minuspunkte. Ja, ist so. Er tut mir sehr leid, aber jetzt wird's einfacher. In der nächsten Kategorie 3, wird's Komm. Einfacher. Farben, bitte. Wir sind. Oder sowas. Aktuell führt Christian Namen. Noch knapp vor Jay und Peter kann jetzt aufholen, denn es geht um Länder. Ja, nenne das ein ist ja Land. Viel einfacher ja? Für Peter. Nenne ein Land und ihr bekommt folgende Buchstaben bei 20 Sekunden Zeit. Irgendein Land Q auf diesem Planeten. Y. Also nicht Europa oder so, sondern einfach ein Land. Ein Land, Z. genau. Okay. Ein Land, was auch als Land deklariert ist und nicht als Bundesland ja, oder so, als super. Staat. Okay. Buchstabe 1 ist ein L. Buchstabe Nummer 2 ist ein W. Und Buchstabe Nummer 3 ist ein S. L, W, S. Und eure 20 Sekunden laufen. Alter, was? L, W und S. Also zumindest werden wir jetzt, glaube ich, keine Minuspunkte sehen. Was passiert hier? Ich hab noch 3 Sekunden Zeit. 2, 1, abgelaufen. Und bitte tippt noch zu Ende. Und ja, ich glaube, jeder ist fertig. Ich meine, der hat extra noch gewechselt. Wir haben ganz klassisch Luxemburg bei Peter und bei Jonathan. Ich habe von Luxemburg gewechselt. Mir fiel das L fiel mir als letztes ein. Ja, kann das, also. Was gibt's denn noch für ein fucking Land? Litauen zum Beispiel. Christian hat Litauen gegönnt Lettland, und bekommt dafür Estland, einen Lettland, Punkt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Estland wäre schwierig gewesen. Ja. Ja, aber die nennst du immer mit allen dreien. Die lernst du auch irgendwie. Ja. Estland, Lettland, Litauen. Da hast du direkt von oben nach unten durch. Ja. Ihr habt die vielleicht gelernt. Peter kennt die natürlich auch. Aber Christian bekommt einen Punkt für Litauen. Nice. Peter startet mit Weißrussland in den zweiten Buchstaben, bekommt dafür einen Punkt. Heißt nicht Belarus jetzt? Da hat Peter nämlich immer darauf bestanden, dass sich das nicht Weißrussland nennt. Weißrussland ist genauso ein gängiger Begriff. Okay. Diese Doppelmoral wieder interessant. Warum Peter hat wirklich darauf bestanden, dass ich das Belarus nennen muss. Ja, die nennen sich selber, genau. Nennen die sich Belarus. Aber das ist aber völlig okay, weil ist Peter cool ist gerade nicht der Moderator und der hat nichts zu melden. Jonathan geht mit Westsahara. Das war doch ein Land, oder? Das ist neu. Das gibt's doch, oder? Westsahara ist zwar nicht mit Bindestrich geschrieben, sondern zusammen, aber ist natürlich ein Land. Ja, das ist gar nicht so alt. Nee, Jonathan bekommt dafür einen Punkt. Nicht für Kreativität. Also nicht Ich finde das sehr kreativ, aber gibt leider keinen Bonuspunkt, das meinte ich damit. Ach so. Und ich hab mich vielleicht unglücklich ausgedrückt. Aber Christian bekommt für Wales auch einen Punkt. Nice. Dann haben wir noch mit dem großartigen Buchstaben S, haben wir spannende Länder. Jonathan fühlt sich in Afrika sehr zu Hause. Nein. Somalia. Ach, gut. Dafür bekommt er einen Punkt. Jetzt hat er auch Angst gehabt, weil statt mal auf Spanien geht. Ja, ich habe von Schweden gewechselt. Christian geht mit Senegal. Ah, sehr gut. Und Peter dachte sich, keine Ahnung, welche afrikanischen Länder es so gibt. Ich bleibe in Europa und gehe nach Spanien. Gibt einen Punkt, hat verkürzt auf -3 Punkte. Und alle haben ganz gut Punkte gesammelt diese Runde.
Vielleicht geht es ähnlich einfach in der nächsten Kategorie weiter. Einfach zu wenig. Jetzt kommen die Hauptstädte. Flüsse. Oh, Flüsse. Wir wechseln direkt in ein ganz anderes Gebiet. Ja. Mhm. Wir gehen in die Kategorie Tiere. Oh Gott. Aber da speziell nenne ein Tier, welches kein Fleisch ist. Was? Also was nicht primär Fleischfresser ist. Die noch leben? Also die noch existieren? Also keine die noch Dinos? Nicht ausgestorben sind, meine ich. Steht hier nicht. Okay. Nenne ein Tier, welches kein Fleisch ist. Also ich würde sagen, Schweine sind auch okay. Die sind zwar Allesfresser, aber alle sind halt nicht primär Fleischfresser. Ach so, Allesfresser sind okay. Wenn Allesfresser cool sind, dann gibt's ja, das meinte ich doch gerade. Oh, genau, also es geht halt um Fleischfresser, die halt primär. Nachher heißt es, ja, aber das und das Tier, wenn das ein Wurm ist, wenn das, keine Ahnung, vom Blatt irgendwie was abknabbert, dann ist das auch ein Fleischfresser. Das würde mich. Also zählen Insekten als Fleisch? Ja, das war nur ein Beispiel, Jonathan. In dem Sinne. Okay, wenn der Showmaster halt die Regeln vorgibt, dann müssen die auch richtig genannt werden. Genau, ich versuche hier direkt Transparenz zu liefern für meine Kandidaten, damit nachher weniger Diskussion ist. Und bisher gab es auch keine richtige Regeldiskussion. Also ich bin sehr Don't jinx it. Positiv überrascht. Kommt doch. Okay, vielleicht jetzt bei dieser Kategorie. Unmöglich, ein Pflanzenfresser da, Alter. Tier, welches kein Fleisch ist. Unfassbar. Eure 20 Sekunden starten nach den drei Buchstaben. Der erste Buchstabe ist ein X. Das ja. kommt ganz schön häufig vor. Klar. Dann kommt ein H und dann kommt ein Z. Was? X, H, Z und eure 20 Sekunden starte ich in wenigen Sekunden, denn ich gebe euch ein bisschen mehr Zeit, weil das ist ganz schön schwer. X, H und Z. X, H und Z. X-Blaster. X. Also, ist ja. Also ich bin auf Zufallsgenerator.org und eure 20 Sekunden sind vorbei. Aber ihr dürft natürlich noch ausschreiben. Was ist das immer? Ich weiß es nicht, Jonathan. Ich gehe immer plötzlich nach hinten. Oh, das ist mir auch schon passiert. Das war weird. Das passiert die ganze Zeit. Schreibst du hinten weiter, weil du vorne eigentlich den Buchstaben schon stehen hast. Aber Jonathan, dein Xylophontier, das lasse ich noch ausgeschrieben zählen. Ich google mal Xylophontier. Das ist ein kleines, das ist so ein kleiner Einzeller, das Xylophontierchen. Oh, das ist so eine Raupe und da kann man draufhauen und dann macht die so Musik. Das ist kein Fleisch. Ah, gibt einen Minuspunkt. Hä? Das ist kein Fleisch. Alter, deine das Mutter ist auch kein Fleisch. Gehen wir mal weiter zu Christian. Xerodactyl. Jetzt bin ich gespannt. Da habe ich mich kurz verschrieben. Ah, das war das Aerodactyl. Das Fliegeding? Fliegeding, ja. Das Fliegeding, Peter. Aus Pokémon, Peter. Ich glaub, die haben Fleisch leider gegessen. Auch das X. Das X war aber auch schwer. Ja, hat auch, und Peter was hat Peter denn da geschrieben? Das ist ein L. Oh, oh, kannst du es mal bitte vorlesen, Peter? Xololol. Xololol. Okay. Ja, google Peter, das mal. Das hast du dich da verschrieben vielleicht? Oder meinst du Xololol 2 auf Twitter? Nee, meinte ich nicht. Ey, ich habe jetzt mal gerade so just for fun Tier mit X eingegeben. Ja? Google findet ein, und zwar den Xenopus. Das ist ein Krallenfrosch. Ah. Oh, ganz knapp vorbei. Jetzt wissen wir für Zukunft, es gibt ein Tier mit X, das ist der Xenopus. Aber ihr wolltet ja auch die Hardcore-Variante. Ja, ich werde mir merken, Krallenfrosch. Peter bekommt dafür leider einen Minuspunkt. Krallenfrosch ist gut. Schade. Aber es gibt wirklich keine andere lateinische oder sonstige Bezeichnung. Ja, mit wahrscheinlich natürlich auch. Mit Sicherheit. Also, aber da gab es für also X der nur Minuspunkte. Heißt auf Lateinisch Xenopus levis. Ah. Deshalb tut mir leid für euch, aber war hart. Aber hart wäre beim nächsten Begriff nicht gegangen, aber Peter hat den Hasen genommen und der ist durchaus ein Punkt wert, denn das hat kein anderer. Nice. Genauso wie den Hamster, den Christian genommen hat. Ich kenne den Hasen, der ganz schön viel Fleisch frisst. Ja, den Killerhasen, ne? Gönnt sich halt eine geile Hummel, die isst auch kein Fleisch. Das ist richtig. Jetzt wird's aber zap zap ganz schön spannend, denn Z ist auch sehr schwer.
Peter hat sich aber direkt in einen Fisch verwandelt, in den Zander und gönnt sich da stark einen weiteren Punkt. Danke. Christian bleibt in Afrika und mag Zebras sehr gerne. Stark. Oh, gut. Okay, Jonathan, was ist denn der Zilpzalp? Singvogel. Er macht immer Zilpzalp. Klingt für mich ausgedacht. Ja. Ist es aber nicht. Vogelporträt. Den gibt's vom Nabel. Natürlich. Als der Zilpzalp oder Weidenlaubsänger ist eine Vogelart. Das klingt so ausgedacht einfach nur. Nein. Punkt für Jonathan. Ihr Lappen. Was hatte ich Peter da? Ich möchte Kreativitätspunkte gerne haben hier, ne? Ja, ich habe ja schon in Afrika gesagt, Jonathan, für Kreativität. Zander und Zebra finde ich auch sehr stark. Gibt's leider keine Punkte, aber vielleicht beim nächsten gönnst du dir ein bisschen mehr Punkte als die anderen. Wir sind nämlich in der Kategorie bestimmt. Sport. Toll, was ist denn jetzt Sport? Irgendwas mit Sport oder? Ja, ich gönne dir jetzt das ist interessant. Ich gönne einen beliebigen Sportler. Vorname, ein Sportler oder Sportlerin? Nachname kann mit dem Buchstaben beginnen. Also okay. Du kannst entweder also das heißt, der Vorname Michael Schumacher bei M oder Schumacher machen. Und wenn oder ich M kann Michael schreiben. Nee, das du ja kannst nicht. Auch Schumacher Michael schreiben, ja. Das ist für mich okay. Wenn ich das richtig verstehe. Du brauchst ja nicht aber die nur der Vorname reicht halt nicht. Nee, du kannst dich einfach an Gerd schreiben. Ja, ja, deswegen sag ich ja, wenn ich jetzt das Michael muss schon, schreibe. Das muss schon, du musst mir was nachher einen eindeutigen Sportler dazu nennen jetzt, können. Jetzt kommt nochmal die krasse schade. Frage. Ja, wenn Michael Schumacher und einer Michael Stich hinschreibt, sind da zwei verschiedene? Oder ist das wegen M wenn Michael? Wenn dann M der Buchstabe war, ist zweimal Michael gewesen. Aber es geht doch darum, dass es den... Aber es das geht Wort doch um also kann ich wohl Michael schreiben. Das Wort ist ja Michael, geht um die Wörter, dass die nicht gleich sind. Du kannst ja auch einen anderen Zilpzalp malen. Wie soll ich denn einen anderen Zilpzalp malen? Der Moderator hat gesprochen. Finde ich also. Ja so eine blöde Regel. Nein, Jonathan, wenn die Wörter sich doppeln, die da ich stehen, wenn aber, Michael, La oder also ne, dann dürfen ist was anderes. Können wir auch weibliche Sportlerinnen nehmen oder nur nee. Sportler? Nee, du kannst Sportler und Sportlerin. Ob dir eine Sportlerin einfällt. Also, das ist total egal. Sportler, Sportlerin. Glaube ich nicht, Peter. Okay. Glaube ich einfach nicht, dass dir einer einfällt. Ihr bekommt drei Buchstaben. Ja, ich habe schon aufgeschrieben. Doch, ich kenne eine, und so vier. Es ja. beginnt mit y einem X. Willst du dich verarschen? Alter, X, Junge. Kannst du doch nicht sagen. D und W. X, D, W. Alter. Was ist denn das für eine Seite, Jonathan? Das ist weiß mega. Ich doch nicht. X, D, W und eure 20 Sekunden laufen. Ich bin wieder etwas großzügiger hier. Denn tricky. Also wirklich tricky. 10 Sekunden habt ihr noch. Eieiei. 3, 2, 1. Mann, diese Kacke! X, D, W. Alter, so, Alter, was halt soll das? Es geht immer nachher. Irgendwer benutzt das, glaube ich. Zeit ist vorbei. Das ist voll bitte scheiße. Du wirst gerade aktiv behindert. Ja, ohne Scheiß. Ich glaube, das ist wirklich so. Irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Das ist super seltsam. Immer geht das dahin, während ich schreibe. Wir kriegen das schon auseinander, klamüsert Jonathan. So. Wir jetzt haben. Angepasst. XDW. Nice. Oh, scheiße, ich hab Z Alter, gelesen. Alter, ey. Naja, ja, Z war es leider nicht, du hast Christian. Z gelesen, ich hab auf die, ich hab auf die obere Seite geguckt, auf die obere Zeile, und so, okay, Z. Und, Alter, wie lustig Alter. Ist das denn? Wir fangen mal an mit Xuxa Forda. Kennt Peter. Was ist das denn? Gibbet nicht. Hast du schon gegoogelt? Ja, ich hab okay. schon gegoogelt. Peter, Gibbet nicht. Gibbet leider wieder Minuspunkte. Dann Zeref, Alex. Ja, das war mein Zeref. Ist leider ist nicht. Aber. Wolfsburger. Nee, Moment, doch, der ist mittlerweile noch Wolfsburger. Xavier Woods hätte ich Xaver Schlager. Ja, klar. Ist österreichischer Nationalspieler, spielt bei Wolfsburg. Xaver? Xaver Schlager. Ist der Vorname, Xaver. Krass. Jo, jetzt finde ich ihn. Aber wenn man nur Xaver eingibt, dann findet man ihn nicht. Aber halt sehr, sehr gut, dass du. Ach, du hast dahinter. Ah, lol. Okay, der heißt. Okay. Entschuldigung. Alles gut. Tut mir leid, dass ich in 20 Sekunden nicht komplett alles auseinanderfrickeln kann. Und zusätzlich, dass diese komische Tipp-Ding immer nach hinten springt.
Peter geht beim D mit Daniquiat. Stark. Der heißt aber Daniel. Ich werte das mal als Rechtschreibfehler, Peter. Ja, der wurde auch immer Danny genannt. Ja, sein Spitzname, aber Daniel Wachajoroschowski. Ja, aber Daniel gibt's häufiger als Daniel. Ja. Sehe ich auch bei den anderen nicht als Dude. Und Christian hat Djokovic. Den gibt's natürlich. Dafür gibt's auch direkt einen Punkt. Den kenne sogar ich. Und du musst immer hier Dingens nehmen, Golfspieler. Die werden wir auf jeden Fall auch nicht nehmen, Christian. Ja, mach ich dann beim nächsten Mal. Wer ist denn Dux Williams? Ist auch ein Fußballspieler. Nein, der heißt nicht Dux Williams. Williams ist W. Dux, der heißt Marvin oder Martin Dux, keine Ahnung. Der ist ein Bremer Spieler. Dux mit Marvin Dux, yo. Ja. Okay, Dux. Marvin Dux. Ist auch ein Punkt, Jonathan. Let's go. Dann haben wir Fun natürlich Fact zu Danny Quiert. Bei dem steht unter Partnerin immer noch Kelly Piquet. Obwohl die mittlerweile bei Max Verstappen ist. Oh. Ah. Oh. Das ist wirklich lustig. Ja, oder? Finde ich nämlich auch. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber ja. Ich auch nicht. Aber Peter, wer ist denn Willi Herford? Achso, keine Ahnung. Willi Herford. Schwagmeier Willi in Herford. Das örtliche. Willi Herford, ey. Keine Ahnung, ich habe irgendwas geschrieben. Schade. Wilson Russell. Der heißt Russell mit Vornamen. Russell Wilson, stark. Peter, das hättest du. Stark. Ah, nee, das ist ein Footballspieler. Ich dachte, das wäre ein Formel-1-Fahrer. Nee. Schade. Hamilton ownt den jetzt. Williams hättest du nehmen können. Mittlerweile. Ja, wie hieß denn Williams? Weiß ich nicht, wie der hieß. Venus Williams. Tennisspielerin. Oder so. Echt? Ja, nee. Die Geschwister. Lüge. Also, ist das irgendwie die Schwester von irgendwem? Die Schwester von Serena. Ach, guck mal. Man lernt hier heute noch richtig was. Nice, das gibt für warte mal. Wilson Russell bekommt einen Punkt und Jay bekommt einen Punkt. So, Ausgleich bei den beiden Führenden. Und Peter hat ein bisschen das Nachsehen in den Punkten. Xaver Schlager war ganz wichtig. Christian hat so ein bisschen die Führung verloren, dadurch, dass er da einen Falschbuchstaben gesehen hat. Aber vielleicht geht er wieder in der nächsten Runde in Führung beim Thema Politik. Nenne einen Politiker, der Mitglied einer Partei aus der aktuellen Regierung ist. Welcher Regierung? Ich denke, aus der aktuellen Bundesregierung. Ich sehe die anderen Punkte nicht mehr. Jonathan, aus der aktuellen Bundesregierung. Mhm. Also, seht ihr noch die anderen Punkte? Nein. Eure Punkte sind weg, warte mal. Alles verschwunden. Boah, Politiker! Also, Politik, Mitglied aus einer aktuellen Partei, aus der Regierung. Ja, wobei, du kannst ja auch einfach irgendein Mitglied der Grünen nennen. Ach so. Die Partei muss halt nur in der Regierung sein. Ach so. Die Partei muss in der, okay. Nenne einen Politiker, der Mitglied einer Partei der aktuellen Regierung ist. Also die Grünen, Politiker, die nicht mal auf Bundesebene sind, die kennen ja alle. FDP. Nachname reicht da. Also, ihr bekommt die Buchstaben K, L und N. K, L, N und 20 Sekunden Zeit. N? K, L und N. Genau. Wie heißt die denn noch? Scheiße, ich hab eine Denkblockade. 20 Sekunden sind rum. Bitte noch zu Ende schreiben. Okay. Das ist wieder komplett bescheuert, ja. Alter Vater, ey. Das war nicht so viel Zeit. War auch gar nicht so einfach. Deshalb fangen wir mal an. Geht. Wieder bei Peter. Der hat mit K Kurt Beck geschrieben. Ehemaliger von Rheinland-Pfalz, ne? Ministerpräsident. Ja, das ist richtig. Kurt Beck, ich frage mich nur, ob der noch in der SPD ist.
Partei SPD steht hier zumindest drin. Also da würde ich sagen, so wie Kelly Piquet noch bei Dani Kiat ist. Ja. Christian geht mit Kramp-Karrenbauer. Ja, da fehlen ein paar Bindestriche. Ja, aber auch die CDU. Die ist aber bei der CDU. Ah. Das ist leider... Ach, in der Regierung! Leute, ich dachte, ich habe auch einfach gedacht, im Bundestag. Ayelul. Okay. What? Okay, ich habe nur Partei an den Bundestag aus gedacht. Der aktuellen Regierung. Im ja, nee, Annegret also. Kramp-Karren. Ja, okay, nee, okay. Und da hatte ich nochmal erwähnt, die ich Grünen, hatte auch den, FDP hatte den und SPD. Ich hatte den, ja, ich hatte aber auch den Denkfehler, auch mit im Zweifel an die CDU oder Linkspartei AfD zu denken. Aber Jonathan, Karl Lauterbach beschert dir einen Punkt und damit gehst du in Führung. Habe ich Glück gehabt. Red, musst du mir da nicht einen Punkt abziehen? Christian bekommt, natürlich, weil das ist ja falsch, kriegst du auch noch einen Punkt abgezogen. Absolut richtig. Bitter. Doppelt bestraft. Ich fand falsch. K und L fand ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Und Peter geht mit Lena Baerbock. Er ist Annalena. Ach so! Also ich finde jetzt auch nicht Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock. Also hättest du einen von den anderen. Nee, dir wäre auch nicht gegangen, schade. Peter, leider falsch. Gibt einen Punktabzug. Christian hat nur L da stehen. Das ich gibt auch die einen anderen Punktabzug. Nicht geschrieben. Und Jonathan hat Lauterbach Karl. Naja, das ja, wenn gut. Karl Lauterbach geht, das geht ist auch natürlich, Lauterbach Karl, ne? Smart. Ist jetzt nicht in den Regeln verboten worden, Doppelnennung. Das geht. Und Andrea Nahles hat Jonathan bei... Krieg ich auch noch einen Punkt? Ja, warte mal. Andrea Nahles hat Jonathan bei N. Und das gibt natürlich auch noch einen Punkt. Weil die ist bei der SPD, ne? Christian hat Glück gehabt, ein N da stehen, verliert noch einen weiteren Punkt. Also die, Jonathan, bist du so SPDler? Ja, nee, die aber ich hab einfach an Politiker gedacht und zufällig halt einfach zwei SPDler gehabt. Aber Glück gehabt. Und wir haben dann noch Peter, der Norbert Blüm hat. Und, das Lustige ist, ich hatte Norbert mir vorher Blüm schon... Norbert Blüm ist aber CDU, glaube ich. Echt? Norbert Blüm ist... Ja, CDU, Peter, da tut mir leid, du rutscht wieder runter auf -4. Ich hatte mir vorhin schon das war Jonathans Runde. Armin Laschet zurechtgelegt und dann wieder vergessen, als dann Karl Lauterbach vor mir aufgeschrieben wurde. Da dachte ich, oh ja, dann kann ich ja L nehmen. Was ein Glück. Uff, uff, uff. Ja, kommen wir nach diesem Massaker, wo Jonathan jetzt hardcore in Führung gegangen ist, zur letzten Runde. Wir sind bei Kategorie Nummer 7. Und es handelt sich jetzt um Gegenstände. Die Anforderung ist jetzt, nenne einen Gegenstand, den man in der Küche findet. Okay. Ein Gegenstand, den man in einer haushaltsüblichen Küche dafür typisch findet. Wenn du jetzt einfach nur Kacke schreibst, dann sagst du nachher, ja, wenn ich in die Ecke gekackt habe. Nein, das muss schon in die Küche passen. Das muss schon dem zuordnenbar sein. Mhm. Ihr bekommt wieder drei Buchstaben und... Euer erster Buchstabe ist ein Q. Ja, der zweite genau. Buchstabe ist ein U. Und der dritte Buchstabe ist ein J. Q, U, Alter. J. What? Q, U, J. Die letzte Runde für euch. Das heißt, hier ist aber alles möglich. Auch wenn Jonathan richtig hardcore letzte Runde rausgeballert hat. Q, U und J. Die geilen Dinger müsst ihr mir gönnen. Ihr habt noch 3 Sekunden. 2, 1. Und das war's. Peter, ich komm zu dir runter. Also, wir haben. Oder möchtet ihr noch zu Ende schreiben? Nee, ich glaube, ihr habt ausgeschrieben. Alter. Wir haben unterschiedlichste Sachen. Peter hat sich gedacht, wenn ich an eine Küche denke. Dann habe ich doch immer Q-Tipps bei mir in der Schublade. Ja, unbedingt. Zum Saubermachen von den ganz kleinen Gläsern. Und von den und von den Fugen. Ja, und von den Fugen, von genau. Von den Fugen, ja. Verstehe ich. Ja. Also lass mich kurz überlegen. Nein. Schade. Gibt einen Punktabzug. Ich habe Q-Tipps in der... Christian geht ungefähr auch mit Q-Tipps, hat nur das Q da stehen. Das gibt auch den Punktabzug. Das war aber auch schwer. Aber...
Jetzt kommt 300 IQ J. Ja. Möchtest du selber sagen, was für einen tollen Einfall du hattest? Ich habe ein Küchengerät zum Bearbeiten von Teig oder zum Aufschlagen oder Vermengen von Flüssigkeiten. Jonathan hat an den Quirl gedacht und bekommt dafür einen Punkt. Mega stark. Nice. Mit Q. Wahrscheinlich fast das Einzige, was man nehmen konnte. Hm. Weiter geht's mit dem zweiten. Das U. Beim U haben sich zwei Leute gedacht, nehmen wir mal die Uhr. Denn auf jeder, weiß ich nicht, Mikrowelle, Ofen, an der Wand einfach hängt eine Uhr. Und das habt ihr euch beide gedacht. Deshalb bekommt keiner von euch einen Punkt. Aber Christian bekommt einen Punkt abgezogen. Denn auch dort hat er keinen Blitz gehabt, keinen Einfall. Deshalb steht dort nur ein U. Kommen wir zum J. Jonathan denkt an eine Jacke. Ja. Wenn du wieder Outdoor-Camping machst in der Outdoor-Küche und es regnet, dann brauchst du ja eine Jacke. Ja. Und, ja. Du hast nicht gesagt, dass die Küche nicht draußen sein kann. Ja. Es gibt Outdoor-Küchen. Aus irgendeinem Grund ist deine Punktzahl um 1 vermindert worden. Beispielsweise gibt es die Outdoor-Küche gibt es beispielsweise in der E-Sport Factory, ja? Und wenn es da draußen Winter ist, also bei Friendly Fire, dann stehst du draußen mit einer Jacke. Dann ist da eine Jacke, die da zur Küche gehört. Die gehört ja nicht zur Küche. Jonathan, also deine Punkte haben dir verraten, was der Moderator gerade entschieden hat. That is rigged. Und Christian geht mit dem Gewürzregal. Finde ich kreativ. Bekommt einen kreativen Minuspunkt. Schade. Das tut mir leid. Das kann ich leider nicht, sonst springt mich Jonathan an. Aber kreativ finde ich das. Und Peter, ja. Möchtest du etwas zu deinem Begriff erklären? Wieso? Gehört in jede gute Küche, würde ich sagen. Also Peter, geht mit einem Jungbullensteak. Guter Gegenstand. Oh, weißt du. Jungbullensteak Klopfer hätte. Wobei man jetzt argumentieren könnte, für Peter, rechtlich gesehen sind Tiere Dinge. Ja, nee, da musst du auch nicht. Also ich werde mich da nicht so wehren wie Jonathan. Also Peter, ja, weil du bekommst einfach so einen Punkt abgezogen. Das war eine belegbare Antwort, die ich sogar genannt habe. Und die wurde trotzdem nicht durchgenommen. Also Peter, ein Gegenstand schwierig. Wirklich schwierig. Findet man vielleicht in einer Küche, wenn man das zubereitet. Aber ich glaube, das war nicht das, was wir hier sehen wollten. Was ist denn wollten. Eigentlich mit so einer Jacke zum Kochen? Tut mir leid. Was die ist denn Köche eine Jacke anhaben. Zum Köche haben Jacken an. Eine Schürze. Ja, nee, eine Schürze. Nicht eine Schürze, sondern du meinst eine Kochjacke. Das heißt ein Hemd. Die Kochjacken, ja, eine Jacke. Nee, die Kochjacken heißen Kochjacken spezifisch. Ach so, das heißt dann Kochjacke. Ja, ja, das heißt dann Kochjacke. Wenn man Google eingibt, dann kommen da Kochjacken raus. Chef, Manteljacke, Männer, Frauen, Küche, Kurzarbeit. Ja, nur weil da irgendwelche SEO-Sachen laufen. Jonathan, tut mir leid, du hast trotzdem gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Ich finde es sogar. Tut mir auch leid. Mit 10 Punkten. Ja, ich beglückwünsche den Jungen nicht mal. Obwohl du die Jacke nicht bekommen hast. Ja, also. Ich finde hier die ganze Zeit gute Gründe, warum die Jacke durchzugehen lassen kann. Dann durchgehen lassen kann. Ich fand, wir hatten heute sehr, sehr wenig Regeldiskussion. Ah, gar keine eigentlich. Es war alles easy. Nice. Wir wurden ja alles schon im Keim erstickt vom Moderator. Weiß ich auch nicht, warum. So muss es sein. Jonathan hat trotzdem gewonnen. Musste da gar nicht viel argumentieren. Er hat einfach delivered heute mit ausgefallenen Begriffen aus Afrika. Und Peter hat sich, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt in den positiven Punkten befunden. Ist mit minus 6 Punkten auf dem letzten Platz so gelandet. Und Christian hat sich immerhin auf einen Punkt noch halten können. Es war schwer. Es war schwer, aber es waren auch unmögliche Buchstaben dabei. Ihr wolltet diesen Schwierigkeitsgrad, den habt ihr dann auch direkt zu spüren bekommen. Ja, da haben wir direkt auf die Fresse gekriegt von dem Zufallsgenerator, ey. Ja, immer nur X. In jeder Runde irgendwie ein X oder ein Z oder so. Ja, mega. Das war das ABC-Quiz, wenn es euch gefallen hat. Gerne mehr davon demnächst. Und lasst uns wissen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.